Kein Stress, kein Stress. So, erstmal hier, was kriege ich? Oh! Nimm ein Objekt auf. Was soll ich machen? Nee, verstehe nicht. Nimm ein Objekt auf. Nee, den Hinweis verstehe ich jetzt nicht. Moment. Ich bewege mich und dann sehe ich... Ach, warte. Wie habe ich das gerade hinbekommen? Ach du Scheiße, ist die Steuerung beknackt. Okay. Okay, die Steuerung ist schwierig. Alles klar. Oh, wow. Ja, okay, das war noch vor ein paar Jahren das Spiel. Da war die, waren Steuerungsgeschichten ein bisschen anders. Also erstmal knall ich den da hinten ab. Star Wars Battle! Ja! Ich schwöre, das war gerade einfach original. Hätte man direkt in den Sound ersetzen können. Ich habe mich gerade wie ein Sturmtrupper gefühlt. Upsi. Nee, Moment. Was ist los? Wir nehmen jetzt erstmal eine Magier. Und hauen da die kleine Kiste. Die passt. Sehr gut. Jetzt muss ich nur noch rüberschwingen. Aua, nicht sterben. Nicht sterben. Und jetzt da einmal schönen Schwung. Einen schönen Schwung, habe ich gesagt. Alle ab. So, geht doch. Das ganze Movement ist ein bisschen... Komm zu Papa. Ach, schau mal, na, guck. Okay, das war jetzt ein bisschen... Ja, warte, warte, das kriegen wir ja hin. Hier, so einen schönen großen Würfel. So. Und da der Magier nichts wiegt, der kleine, dünne, dürre Magier, da wird er gleich mehr hochgeschossen. Das ist nicht ausreicht. Machen wir es halt so. Das ist das Schöne, man kann halt auch auf so viele Wege da... Ihr habt es doch gesehen, oder? Das war gerade ein göttlicher Schuss. Ich glaube, ich helfe mal kurz der KI. Okay. Aber warte mal, wie war das jetzt nochmal? Man nehme das hier. Nee. Doch. Zielen. Aktivieren. Und abfeuern. Oh. Das war jetzt nicht so meine Idee, aber es funktioniert. So semi. Oh! Oh! Starke Kerl. Oh. Jetzt nur ein kleiner Stoß. Ein kleiner Stoß. Ja, super. Nur habe ich eine Sache vergessen. Da gibt es noch etwas, was ich haben möchte. Das ist die Box. Entfernen wir mal kurzerhand wieder. Dann nehme ich mir mal die... Nein! Okay, das hat jetzt nicht geklappt, wie ich wollte. Ich glaube, ich hätte auch von unten ran hüpfen sollen, nicht statt oben. So, ja, jetzt. Versuchen wir es mal. Nein! Ich will dazwischen. Ey! Sag mal, du bist doch super. Oh nein. Au. Okay, ich kann mir doch erstmal. Das wäre doch eine nette Idee. Als allererstes kann ich mir so eine kleine Sicherung hinstellen. Plus, wenn ich gerade drüber nachdenke, da ich ja mittlerweile zwei Boxen bauen kann, kann ich doch einfach auch eine zweite Box daneben platzieren. Kann sogar ein bisschen weiter runter. Da muss ich da noch einmal hüpf. Zweites Mal hüpf. Da. Touchy touch. Und runter. Und runter. Und weg. Und hoch. Und zur Sicherheit den Ritter. Der Ritter darf ein Schild tragen. So. Und weg hier. Oh, Falle. Ich hab schon gewundert, was das für ein lustiger Sound ist die ganze Zeit. Krieg ich bitte ein bisschen Leben? Also, ich habe gar keinen... Ich habe hier noch den Magier und den Krieger. Mana-Trank. Warte.
Ja. Schlaues Kerlchen. Ah, da ist ja noch einer. Eingebildetes Kerlchen. Ein Glück ist sie wiederbelebt worden. Ich krieg den Jump nicht hin, ne? Mal, wir machen hier nochmal eine kleine Treppe. Ich will den einen grünen Kasten da noch mitbekommen. Die Fiole. Ah, und da ist sogar noch eine Fiole. Cool. Natürlich. Bösen, bösen Skelette. Oh, einer irgendwo. Da. Ja, da. Wie war es nochmal so? Mitnehmen. Und jetzt. Eng? Okay, nee, das hat nichts gebracht. Ach so, warte mal, Moment. Ach so. Ich mache einfach an. Das ist dann so eine Art Magnet die ganze Zeit. Ach so. Ja, oder ich mach's einfach entspannt mit dem Magier hier. Komm, mach mal so eine kleine. Oh. Okay, dann machen wir ein Gewicht da mit drauf. Ups. Ja, ist okay. Die Richtung stimmt schon mal. Okay. Ich könnte auch einfach die Plattform selber ziehen, merke ich gerade. Oh. Okay. Passt. Das passt. Was ist jetzt hier los? Oh, warte. Geil. Nimm das, Spinne. Oh Gott, das war... Oh. Ah! Immer weiter schubsen. Oh nö. Ich glaube, die tun auch einfach so weh. Hoch und... Aua, ja, sag ich doch, die tun auch so weh. Hilf. Das war hier nicht zufällig, oder? Doch, das ist zufällig. Quatsch. Das kriegen wir auch so hin. Halle, ja. Sagt der Hopp. Machen wir kurz mal den Magier. Der wahrscheinlich, hoffentlich... Ah ne, der kann es nicht runterbringen, okay. Dann machen wir den so. So. Ja, ich hab's gerade gesehen. Schwierig mit Controller zu zielen. Das kann er machen. Oh boy. Ja, genau. So wollte ich's haben. Genau das war meine Intention von Anfang an. Sehr schön. Und wir haben noch einen nächsten Schatz. Und zwar eine Mana-Fiole. Jetzt gucken wir mal nach, was wir hier eigentlich haben als Inventar mittlerweile. Stellt automatisch 30% des verlorenen Manas wieder her, sobald das Mana verbraucht ist. Ist nur einmal verwendbar. Achso. Ah, wird aber beim Erreichen eines neuen Checkpoints aufgefüllt. Ja cool, dann kriegt das jetzt mal das Kerlchen hier. Ja, genau. Das klingt so super, das nehme ich so. Achso, jetzt. Ja, alles klar. Mhm. Kann ich das da oben an die Decke lenken?
Ja. Perfekt. Cool. Ah, nicht ausreichend cool. Nee. Ich finde die Logik immer schön. Immer schön jumpen, dann ist man leicht genug. Das ist so ein kleiner Hinweis, wenn du Sport machst, wirst du leichter. Du musst einfach anfangen, dauernd in der Wohnung rumzuhüpfen. Spart man damit auch Sprit beim Autofahren, ist die goldene Frage. Wenn ich die ganze Zeit rumhüpfe. Beim Autofahren. Ist ja das Auto in dem Moment leichter. Muss man sparen, ne? Ja, du hast recht. Das ist das Grab des Hüters. Es hat überall Inschriften. Ich brauche Zeit, sie zu entschlüsseln. Okay. Wir laufen einfach dran vorbei. Als der Zauberer die Inschriften entschlüsselte, tauchten Legenden von Artefakten auf. Es waren einmal drei Hüter, die jeder ein Artefakt beschützten. Der Trine war ein Artefakt der Seele und der Gerechtigkeit, sowie Katalysator guter Kräfte, die schweigend geholfen haben, junge, gutherzige Zauberer in der Astralakademie aufzuziehen. Die beiden verbliebenen Artefakte wurden nur flüchtig erwähnt. Das zweite Artefakt, dem man Verstand und Macht zuschrieb, wurde in dem großen Schloss in der Mitte des Königreiches gelagert. Und ich nehme mal an, wir wollen das holen, ja? Oh Gott. Das macht jetzt alles Sinn. Unsere Seelen sind mit dem Artefakt verflochten und unser körperliches Dasein ist das einfache Abbild unserer Seele. Ich bekomme von diesen ganzen Kämpfen Hunger. Warum hörst du mir nicht zu? Das ist aufregend. Wir müssen schnell zum Schloss. Und dies ist der Weg. Drachenfriedhof. Wir gehen da entlang, wo anstelle von kleinen Skeletten große liegen. Was tun, wenn sie lebendig werden? Es ist der schnellste Weg zum Schloss, mein Liebling. Vertraue mir. Alter, aber auch der charmante Magier, ne? Vertrau mir, mein Liebling. Oh. Das Liebling kriegt schon so hin. Guck sie an. Schade, dass sie keinen Nahkampf hat. Das, ich meine, gut, das balanciert sie halt dadurch ein bisschen aus, aber ich würde mich freuen, wenn sie Nahkampf hätte. So zur Verteidigung zumindest. Wow. kennt ihr Viva la Dirt League? Die haben ja diesen einen Sketch, wo sie dann zeigen, ja, wo sie ja, glaube ich, Dark Souls Spieler oder Elden Ring Spieler gegeneinander antreten lassen und so. I'm a mighty console, Archer. Ich hatte gerade echt das Gefühl, so. Ich will diese Box erwischen, aber keine Chance. Okay. Ja, ich muss hier hoch. Naja, oder ich kann hier runter lang, aber ich will nach oben. Ist der Finger oben? Wird man mich loben? Und ist der Atlantis oben? Wird er nicht nass? Ich glaube, ich hab nochmal nachgeschaut. Das Spiel, glaube ich, war released worden 2009. Also hat so ein bisschen seine Zeit schon. Aber ist halt immer noch sehr knuffig gemacht. Ach, die Box. Warte! Mal auf die andere Seite und... Peng! Bin ich auch so lang. Uhuhu! Beinschützer. Was macht der Beinschützer? Schützt Beine. Mindert den Schaden von Beintreffern. Okay. Der Beinschützer schützt Beine. Ja, hier ist ein Checkpoint, den möchte ich auf jeden Fall mitnehmen.
En garde! Keine Chance, gegen mich anzutreten hier. Ups. Hüp! 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 Komm! Hüp! Oh, komm schon! Hüp! Hoch, du! Wird noch. Oh! Okay, man kann sein Schild kaputt schlagen, einfach nur. Ja. Aua! Lödian. Oh, cool! Jetzt habe ich die Planke. Die Planke. Kriege ich auch noch eine größere Planke hin? Kriege ich auch noch eine größere Planke hin? Ah, das fühle ich, das fühle ich. Das ist genau meine Größenordnung hier. Ah, aua! Hüpp. Kann ich noch eine zweite Planke machen? Nee, kann ich nicht. Nein, 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 nein. Oh boy. Ich sollte aufhören mit meinen super schlechten erwachsenen Plankenwitzen. Was? Wie? Was? Wo? Wie? Was? Okay. Puh. Ich will da echt nicht aus Versehen reinditschen. Jump! Nein, der jumpt nicht! Oh! Ich habe so viel Auswahl. Au. Ja, okay. Das ist fest. Ach so, da unten ist auch noch was. Oh, oh. 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 Oh, das war keine gute Idee. Ich hab doch neue Zauber, bin ich echt dumm? Ah, warte, ist das ein Feature? Ich glaube, das ist ein Feature, von dem ich gar nichts weiß. Irgendwie so Controller Acceleration oder so. Wie komme ich da jetzt hoch? Da will ich noch unbedingt hin. Den Weg oder was? Weil ich kann hier doch jetzt keine... Also doch, kann ich. Nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Okay, es gibt so Momente... Es gibt so Momente... Bin ich von meinem eigenen Kopf überrascht, wie doof ich eigentlich bin. Ich wollte, ich weiß nicht warum, ich hätte gleich von vornherein so hoch springen können, aber nein. Ich wollte ja unbedingt anders hoch. Ups, hoch. Na komm. Hättest du gerne nach unten gucken können, ne? Hier hin. Oh, aus der Luft rausgeschossen. Aua. Na komm, ich klopfe euch mal hier unten kurz tot, dann ist erstmal Ruhe. Und dann schauen wir weiter. Na komm. Na komm, alle ab. Wobei, eigentlich... Sag mir bitte, ich kann das einfach so anheben. Nein, kann ich nicht. Ja, nee, ich... Habe ich das gerade echt vermasselt?
Ja, ich hab's vermasselt, da komme ich nicht mehr ran. Doch, indem ich mich kurz so reinstürze. Okay, hier habe ich wohl keine Möglichkeit. Hä? Ach ja, der ist ja immer noch deine Bogenschütze, den habe ich schon komplett vergessen. Süß, nochmal. Besser, aber in Deckung geht. Au. Puh. Okay, das üben wir nochmal. Großer Würfel hierhin. Nein, 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 nein. Danke, kann ich das kombinieren? Okay. Dann nochmal. Großer Würfel. Hier geblieben. Eine Giftflasche? Erhöht den Schaden einfacher Schwerter oder Pfeile. Oh, das kriegt auf jeden Fall sie ab. Weil dann kriege ich vielleicht jetzt hin, sogar One-Hits zu landen und nicht immer Two-Hits. Das fände ich sehr nett. Achso, und da oben ist ja noch einer. Genau, aber hier war jetzt das Problem, dass ich hier keine... Hier ist alles irgendwie Metall. Upsi. Muss ich mich über diesen Weg jetzt ein bisschen erarbeiten. Ja. Und wieder ein schöner Würfel. Ich finde schön, dass im Hintergrund einfach mal, jetzt fällt es mir gerade so auf, so ein übelstes Skelett von was weiß ich was, einem Drachen oder so rumhängt. Fühle mich direkt wohl. Ich fühle mich direkt wohl, wenn er so ein Drache ist. So ein schönes, schönes Drachenskelett. Wer will es nicht haben? Ah, nicht so weit. Kleiner Drache. Ein sehr kleiner Drache. Ein Winzling-Drache. Der ist richtig knuffig. Seht ihr das, wie klein der ist? Ah, da ist ein Geschenk. Ich will das Geschenk haben. Ja, alle, ja. Mehr Gewicht, mehr Gewicht, mehr Gewicht. Hüpfen. Hüpfen. Wechsel. Hüpfen. Bin ich doof? Meistens. Aber ich bin vergesslich, das ist mein Problem. Ich habe schon gerade für eine Sekunde das... Achso. Mein Geschenkchen da unten irgendwo vergessen. Na komm. Wintergeheimnis. Zum Beispiel die Tatsache, dass da vorne auch noch so ein Ding ist. Oh! Warte mal, das üben wir jetzt mal. Das will ich jetzt mal hinkriegen. Nein, nein, nein. Ich will mich da jetzt hier hochziehen. Mädel, was soll das denn? Nach oben. Jetzt hoch und Schuss tot. Na? Ach, ja. Erst hochziehen, dann anfangen zu ziehen. Nein! Okay, lassen wir es. Lassen wir es, das wird nicht cool. Das wird nur peinlich, lass ich es. Na, hüpf hoch, du. Nett. Kann ich das nicht irgendwie... Warte mal, ich kann. Warte mal, jetzt das reine Energie. Was passiert, wenn ich jetzt hier so stehe? Ach so, gar nichts. Ich bin einfach out of range. Hä? Kann man verstehen, muss man aber nicht verstehen. Ah, da ist ja einer. Den habe ich übersehen. Das ist so fies, dass sie sich da im hellen Zeug verstecken, so als Skelette. Haben sie die ganze Tarnkleidung an. So, warte.
hier noch eine Box dazu, damit sich das hier nicht dreht. Das wäre vielleicht noch eine nette Idee. Jetzt wird's ein bisschen... Nein, nicht! Ja. Das war meine Idee von Anfang an. Genau so. Genau so, das war meine Idee. Genau so wollte ich es haben. Das Ödland des Drachenfriedhofs überlebend, schritten unsere Helden weiter. Der Zauberer vertiefte sich immer mehr in die Inschriften über die Hüter. Es waren einmal drei Artefakte. Eins für Seele und Gerechtigkeit, eins für Verstand und Macht und ein anderes für Körper und Materie. Diese unvergänglichen Gegenstände wurden benutzt, um das Gute und Böse in der Welt im Gleichgewicht zu halten. Als alles in Harmonie miteinander war, wurden die Artefakte an die drei Hüter übergeben, die sie jahrhundertelang sicher aufbewahrten. Die Hüter verzauberten die Artefakte mit mächtigen, beschützenden Zaubern, die nur denen mit reinen Absichten erlaubten, näher zu kommen. Am Ende starben die Hüter und nur die Zauber blieben erhalten. Der Zauberer konnte immer noch keine Antwort finden, warum sie im Trine gefangen gehalten wurden und warum sie nicht durch die beschützenden Zauber verletzt wurden. Na, weil sie alle drei gute Seelen waren, deshalb. Ist doch total klar und logisch. Also, ich verstehe seine Frage gar nicht. Das ist ein guter Mensch. Oh, Kristallhöhle. Ah, der hat eine Fackel in der Hand. Was da? Tot. Nein! Aua! Das war jetzt fies. Au, 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 au. Warte, du kannst durch dieses Gitter ballern? Das ist ja noch gemeiner. Aber er kann ja auch zurückschießen, ja? Ja. Wenn ich treffen würde, könnte ich. Ja, Moment. Das wäre fies gewesen, so jetzt richtig schön einmal drauf zu ballern. Hui! Ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich meine Sachen zerstören kann, aber ich kann sie ja zumindest aufheben. Und ui! Warte mal, das geht? Nimm die Faust! So. Nimm das! Ha! Der Zauberer hat auch mal einen Kill gemacht. Hat auch mal Zeit, weil er hat die ganze Zeit nichts getan. Das passiert ja eigentlich wenig. Achso, es kommt immer runter. Das ist einfach nur ein Objekt, damit ich hier hochklettern kann. Okay. So wie typisch in solchen Spielen. Wahrscheinlich kann keiner von denen schwimmen. Das ist eine Fähigkeit, die man ja nicht beherrscht. Ob ich auch so ein Schwert zurück, so ein Pfeil zurückballern könnte? Oh boy. Nein, 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 nicht ins Wasser. Ich glaube nicht, dass ich schwimmen kann. Ach, Fertigkeitspunkt. Hier. Nee, Moment. Ich will die Bogenschützen einmal upgraden. Ja. Warte mal, ist das meine... Ist das... Ich habe 2 Punkte pro, oder was? Ich habe 2 Punkte pro. Au, oh, wow. Und ich spare hier die ganze Zeit irgendwie auf irgendwas, weiß der Geier was. Ich habe die ganze Zeit Punkte. Und ich spare hier und dachte mir, ich habe nur so... Habe ich ehrlich gesagt eine Fähigkeit übersprungen oder kommt die jetzt gleich?